Hallo meine liebe Singers und herzlich willkommen zu Von Arnold Reacts. Die menschliche Stimme ist ein unglaubliches Instrument. Sie kann verwendet werden für eine Vielzahl von Emotionen, von Freude bis Trauer, von Liebe bis Hass. Aber sie kann auch eine Quelle der Verletzlichkeit sein. Viele, viele Menschen haben Angst vor jemandem zu singen, weil sie sich schämen für ihre Fehler. Aber wie du sehen wirst in diesem Video, Fehler gehören zu Lernprozess dazu. Und genau durch Fehlern wachsen wir und verbessern wir. Die Sängerin in diesem Video ist ein echter Mensch aus Fleisch und Blut. Sie ist kein professionelle Sängerin. Ihre Aufnahme hat keine Studioqualität, sondern es ist mit dem Smartphone aufgenommen. Sie ist kein Star, die geprobt und vorbereitet wurde von Produzenten und Regisseuren. Und sie benutzt keine stimmkosmetischen Apps, die ihr viel besser klingen lassen. Sie ist genau wie du. Sie singt von vollem Herzen und ist bereit, mir ihre Fehler zu zeigen, damit ich ihr helfen kann, zu zeigen, was sie schon sehr gut macht und wie und wo sie sich verbessern kann. Wenn du dich auch mutig fühlst, dann schicke mir deine Video zu von@singen-ohne-angst.schule. Bevor es losgeht, möchte ich dich bitten, wenn meine Videos dir gefallen, bitte ein Abo zu geben. Du hast keine Ahnung, wie sehr das mir hilft und auch andere Creators auf YouTube. Und vielen Dank im Voraus. Okay, es geht gleich los mit Saskia. Als Frau bekommt man oft und ungebeten so manchen guten Rat, wie man sich pflegt. Mit Turnereien, Kuren und Diäten und anderen Qualen, die man kaum erträgt. Klugheit, Geist und Witz enttäuscht nur Banausen. Anstand, Schaum, vergeben's heutzutage. Innere Werte, kein Quatsch. Was zählt es außen? Ich bin, was ich mag und was ich trage. Okay, cool. Okay, erstmal richtig, richtig toll, wie du uns in das Lied hineingeleitet hast. Du hast dieses Gefühl für die Musical-Stilrichtung, indem du ein paar Worte einfach sprichst, statt zu singen. Okay, weiter. Oh, ich glaub an schöne Kleider ohne einen guten Schneider. Ist das Leben ohne Spaß und ohne Schwung. Ich brauch Stoffe, die mich streicheln. Ich brauch Schnitte, die mir schmeicheln. Denn nur dann fühl ich mich sicher, frei und jung. Okay, super. So, du hast mir geschrieben, es fehlt dir ein bisschen Pep, ein bisschen nach vorne, ein bisschen den Power. Und ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Ich würde auch versuchen, dir das so gut wie möglich zu beschreiben, weil ich weiß, dass du sehbehindert bist, damit du alles in deine innere Augen oder vor deine innere Augen sehen kannst. Ich schau nochmal. Erwiege bis zur Ware, ist die Schönheit deine Ware. Okay, so wie du das gerade gesungen hast, geschickt verpackt verbringt sie gerade viel. Aber du singst das, als ob der Mensch, der dir zuhört, direkt vor dir ist. Ja, und ich möchte dich herausfordern, dich ein bisschen mehr zu öffnen, dich ein bisschen mehr zu trauen. Und alles, was du hast an Energie und Mimik und Stimme zu projizieren, so raus damit. Und ich möchte, dass du dir vorstellst, dass du bist auf einer Riesenbühne, in einer Riesentheater, wo 1200 Leute reinpassen. Und du musst den Raum füllen mit deiner Mimik, mit deiner Stimme, mit deiner Gestik.
Und alles, was du sagst, auch der kleinste, kurzste Wort, muss reichen bis ganz weit hinten, bis der letzte Mensch, der ganz, ganz weit hinten sitzt, dich sehen und verstehen kann, weil es groß genug ist, um den zu erreichen. Schau weiter. Lieber trage ich eine Tonne als das Outfit einer Nonne. Meine größte Gabe ist mein Sinn für Stil. Mhm. Du hast so Stil gesagt. Mein Sinn für Stil. Mach es deutlich. Versuche auch die kleinste, kurze Vokale ein bisschen mehr aufzumachen und hab das Gefühl, du schickst alles zu deinem Publikum hinaus. Du fühlst diesen riesen Theater mit alles, was du machst. Und der letzte Mensch im Theater ganz weit weg versteht und hört dich und deine Energie erreicht ihn. Ja? Es hat was mit Vertrauen zu tun, Saskia. Vertraue, dich zu öffnen und noch mehr zu geben. Und hau alles raus. Im Palast und in den Gassen, was ich traglos zu mir fassen. Ja, genau. Muss geschickt, genäht und gut gebügelt sein. Also du hast eine super Intonation, eine super Musical-Stimme, deine Stimmsitz ist vorne, du hast ein tolles Vibrato, es passt alles. Du musst dich einfach noch mehr trauen, mehr aus dich rauszugehen und dich mehr zu öffnen. Nicht nur dein Mund muss offen sein, aber alles, den Hals. Und du musst einfach, das ist wie wenn du was schmeißt, wenn jemand sagt, schmeißt was ganz weit weg. Es muss eine Energie und ein Wucht dahinter sein und du musst dich trauen, dass du es schaffst. Und das ist ein bisschen, was dir fehlt. Schränke, Tücher und Perücken, was ich anziehen muss, mich schmücken. Was ich anziehen muss, mich schmücken. Was ich anziehen muss, mich schmücken. Ja, du hast bestimmt gehört, ich bin ein bisschen bestimmter, ein bisschen größer und ich versuche alles ganz weit weg mit viel Energie wegzuschicken zu den letzten Mensch im Raum. Meine seltenen Gäste raunen und betrachten mich voll Staunen, wenn ich wie berauscht in meinem Kleidern sehe. Okay, pass auch auf, dass du in richtigen Rhythmus bist. Lass den Riffs und Runs nicht so lang ausgezogen sein, dass du nicht rechtzeitig wieder zurückkommst, ja? Also, ich vergleiche und probiere, meine größte Gabe ist mein Sinn. Ja, genau da zum Beispiel, da warst du ein bisschen mit Rhythmus hinterher. Und auch viel, viel mehr, viel, viel größer. Lass das Fokuswort oder die Satz, was du dir sagen kannst, ist, ich öffne mich. Ich öffne mich komplett und ich lasse die Energie einfach aus mir rausströmen. Ich bin, was ich trage, dreht sich mich um. Ja. Ja, raus damit. Genau, das. Meine größte Gabe ist mein Sinn für Stil. Ja. Ah ja, da musst du aufpassen. Mein Sinn für Stil. Lass die Luftkompression ein bisschen länger. Du hast da ein bisschen losgelassen. Ich habe auch einen Haarluftstoß gehört. Sinn für Stil. Ja, lass diese Luft nicht los. Benutze deine Luft. Lass es hinter deinem Ton sein. Gucke, dass deine Flanken ein bisschen fester sind. Stil. Dass du da den Ton ein bisschen mehr unter Kontrolle hast und nicht es weg flotten geht mit den Luft, ja? Ich trage, ja, meine größte Gabe ist mein Sinn für Stil.
Ja, okay. So, wenn du auch entscheidest für einen Riff, pass auf, dass jeder einzelne Ton passt zu den Akkord. Da waren eins oder zwei Töne, die nicht so gut gepasst haben. Wenn du nicht so der Riffer bist, dann mach sit for steal und halten oder steal. Ja, dass du nur den zwei Töne singst. Sing, wo, was du genau sicher bist. Dieser Riff war nicht ganz auf den Punkt intonationsmäßig. Vielleicht kannst du ein bisschen am Klavier gehen und gucken, welche Töne besser passen, damit das auch sicherer ist, weil das Ending ist so wichtig. Vielleicht kannst du dir vorstellen, am Ende, was für eine Pose du machst und dann sing die Melodie oder du musst kein Riff da singen, aber sing diese Ending, was passt zu deiner Pose, ja? Statt irgendwie ein komischer Riff zu machen, wenn das unsicher ist mit dem Riff, ja? Sicherheit, 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 öffne dich, Rhythmus muss ein bisschen sauberer werden und dann wird es richtig, richtig gut, Saskia. Ich bin begeistert. Ich finde das großartig, wie du das fühlst, was für eine Persönlichkeit hast. Das Lied passt super zu dir. Und ich sag dir was, wenn du möchtest, kannst du meine Tipps ein bisschen mehr arbeiten und mir nochmal ein Video schicken. Und ich kann dir sagen, ob du auf dem richtigen Weg bist und was du vielleicht noch größer und noch besser machen kannst. Bravo! Ich freue mich sehr auf dein Video, Saskia. Danke, dass du den Mut hattest, weil ich weiß, es wird ganz viele Leute auch helfen und ermutigen. Ich freue mich auf deine nachfolgende Video. Ich hoffe, dieses Video macht dir Mut, auch Fehler zu machen, weil nur dadurch wirst du wachsen und besser werden. Und denk daran, manchmal ist es die kleinen Imperfektionen, die genau unsere Stimme was besonders macht. Danke für das Zuschauen und sag mir in die Kommentare deine Gedanken dazu. Und bis dahin, happy übing! But sing.